und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute zaubern wir zusammen ganz, ganz leckere Mini-Cupcakes. Ich habe heute mein Rezept auf den Thermomix umgewandelt, aber ihr wisst ja, man kann es problemlos auch mit einem Handrührgerät oder mit der KitchenAid zum Beispiel genauso herstellen. Ich habe mich heute für den Thermomix entschieden, weil wir die Möhrchen ganz klein brauchen und ich nicht Lust habe, die mit der Hand zu reiben. Aber wie gesagt, es ist auch kein Problem, es mit der Hand zu machen. Für den Muffinteig benötigen wir einmal 100 Gramm Möhren, die schon mal geschält und hier in so kleinen Stücken geschnitten. Dann benötigen wir noch 70 Gramm weiche Margarine, 70 Gramm Zucker. Dann benötigen wir noch Vanilleextrakt, 2 Eier der Größe M, 50 Gramm Haselnüsse, die habe ich schon mal in der Pfanne geröstet, also 50 Gramm gemahlene Haselnüsse. Und außerdem benötigen wir noch 125 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. Als erstes geben wir die Möhrchen, die ich schon geschält und in kleine Stückchen geschnitten habe, in den Mixtopf und lassen das Ganze für 4 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern und füllen das Ganze wieder in unsere Schale um. So ihr Lieben, jetzt benötigen wir den Schmetterling. Den fügen wir in den oder tun wir in den Mixtopf hinein, geben dann die Butter hinzu und stellen den Thermomix auf Stufe 3 ohne die Timer-Funktion und schauen einfach von oben über den Mixtopfdeckel dann hinein, ob die Butter schön weiß cremig ist. Das kann ungefähr so 2 bis 4 Minuten, denke ich, dauern. Wenn die Butter dann schön cremig ist, dann geben wir über die Deckelöffnung nach und nach von oben den Zucker hinzu. Wenn sich der Zucker mit der Butter schön vermischt hat, dann geben wir ein Ei nach dem anderen hinzu und lassen jedes Ei ungefähr eine halbe Minute einrühren. Jetzt entnehmen wir erst einmal den Rühraufsatz und geben dann unsere Möhrchen und die Nüsse in den Mixtopf und lassen das Ganze für 20 Sekunden auf Stufe 4 verrühren. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Schritt. Jetzt geben wir alle restlichen Zutaten hinzu und stellen den Thermomix einfach nur auf 15 Sekunden Stufe 5 und schauen, dass sich alles schön verrührt hat. So ihr Lieben, und ich verwende jetzt hier von Pampered Chef die 24er Muffinform. Die hat so eine spezielle Anti-Haft-Beschichtung. Laut dem Hersteller braucht man das eigentlich nicht einzufetten, aber ich werde es einfach nochmal einsprühen zur Sicherheit. Und dann werden wir den Teig einfach portionsweise in die Mulden füllen. Und ich verwende dafür einfach hier meinen kleinen Eisportionierer und gebe dann jeweils immer ein Löffelchen Teig hinzu. So ihr Lieben, und jetzt wandern die einfach in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze in die mittlere Einschubleiste. Macht immer die Stäbchenprobe mit dem Holz, also mit einem kleinen Holzstiftchen. Und wahrscheinlich wird das Ganze so 15 Minuten dauern. Am besten lasst ihr die kleinen Muffins für etwa so 5 Minuten in der Form abkühlen. Nehmt euch dann hier dieses Abkühlgitter zur Hand, legt das dann von oben auf die Muffinform drauf und könnt das Ganze dann einmal so umstürzen. Solange die kleinen Muffins schon mal abkühlen, zeige ich euch schon mal die Zutaten für das Topping. Für das Topping benötigen wir 200 Gramm Frischkäse in Doppelraumstufe, dann ungefähr 1 Esslöffel Vanilleextrakt, 40 Gramm Zucker und den Saft von einer halben Zitrone. Und das Topping funktioniert ganz, ganz einfach. Wir geben alle Zutaten in unsere Rührschüssel und verrühren das Ganze einfach schön cremig mit unserem Schneebesen. Thank you.
Damit wir das Ganze schön aufspritzen können, gebe ich das Ganze in so einen kleinen Spritzbeutel. Und vorne setze ich wahrscheinlich einfach so eine kleine Sternhülle dran, also nicht eine kleine, sondern eine große, damit ihr einmal so eine schöne Form habt. Wer das nicht hat, kann auch einfach einen Gefrierbeutel nehmen, vorne so ein kleines Loch reinschneiden und dann damit aufspritzen. Als Topping obendrauf, quasi zum Verzieren, könnt ihr euch natürlich das aussuchen, was ihr am liebsten mögt. Dafür verwende ich jetzt von Decochino die kleinen Möhrchen. Die sind nämlich super lecker, die sind nämlich aus Schokolade und schmecken wirklich gut. Wer auf die Marzipan-Variante steht, kann natürlich auch Marzipan-Möhrchen machen oder zum Beispiel auch kleine Ostereierchen in Schokoform draufsetzen. Da am besten immer so direkt vorm Verzieren, vorm Servieren verzieren. Schnell haben wir kleine leckere Törtchen gezaubert. Wer keine Mini-Form hat oder das auch nicht so mag, kann natürlich auch eine normale Muffin-Form verwenden. Da verlängert sich dann natürlich einfach nur die Zeit, weil ihr ein bisschen mehr Teig drin habt. Und ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ihr findet es wie immer auf meiner Webseite. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!